Vielen Dank für die Einladung. Nochmal vielen Dank auch Herr Maria Lauber und Heinemann an Sie persönlich. Ich wurde gebeten, nochmal über eine Studie zu sprechen, die in der Tat junge Frauen und Männer, und als ich sie das erste Mal begleitet habe oder gefragt habe vor 7 Jahren, waren die noch so zwischen 19 Jahren und 25, jetzt sind sie natürlich entsprechend älter geworden, und hier die Hauptergebnisse darzustellen. Ich kann auch sagen, dass ich diese Studie nicht weiterführen kann, weil mittlerweile die Beteiligten entdeckt haben, dass sie Teil dieser Studie sind und ich die Sorge habe, dass sie mir nach dem Mund reden. Insofern beginne ich im Moment eine neue Studie, und diese neue Studie umfasst jetzt den gesamten Altersbereich. Im Moment bin ich sehr, sehr viel in Pflegeheimen und spreche insbesondere mit älteren Männern darüber, wie denn ihr Vermächtnis aussehen würde an ihre Söhne und an ihre Enkelsöhne. Und von daher möchte ich schon eines vorab sagen, dass diese ersten Ergebnisse, die ich habe, sehr zusammenpassen mit den Ergebnissen, die ich Ihnen jetzt von den jungen Personen berichten werde. Nur, dass die jungen Personen das im Hinblick auf ihren zukünftigen Lebensverlauf formulieren, und die älteren Herren, mit denen ich sehr nette Gespräche führe, sagen, wenn ich nochmal leben würde, dann würde ich mein Leben irgendwie doch anders planen, mit meiner jungen Frau noch reisen, meine Kinder mehr sehen und so weiter und so fort. Und wenn wir uns nächste Mal sehen, rede ich über alte Männer und nicht über junge Personen. Und dann können wir sehen, wie sich das über die Generationen. Ich glaube, man sieht, also diese Ergebnisse im Moment zeigen, dass man zu sehr sagt, das sind die Jungen, die ziehen, wenn man die Alten mehr reden lassen würde, dann würden die, glaube ich, mitziehen. Soweit mein kurzer Vorspann. Was kann man sagen? Wir hatten ja groß die ersten Ergebnisse so rausgebracht, dass Frauen wie auch Männer alles haben wollen, und die Kritiker, die sagten, na, jetzt wartet doch nur mal ab, bis die Kinder haben, und dann wird sich das alles schon geben, und dann werden diese Frauen sehr viel mehr wieder hin zu diesen männlichen, also mehr zu ihren weiblichen ureigenen Lebensentwürfen kommen und sich zurückziehen und ihre Kinder machen und so weiter. Das Erste ist, das tritt nicht ein. Wir haben im Moment eine Gesellschaft dieser jungen Leute, jetzt sind die ja bis zu 30 mittlerweile, die voll auf Erwerbsarbeit eingetunt sind. Ja, also die gehen voll darauf, wir arbeiten. Das sage ich noch nicht, wie viele Stunden, aber diese Erwerbsarbeit ist absolut gesetzt. Und sie ist nicht nur bei den jungen Frauen gesetzt. Und wenn ich eine Frau frage, wie denken denn ihre Altersgenossinnen, dann sagen die, die ticken genauso. Wenn ich Männer frage, was wollen denn Frauen, dann sagen auch Männer, Frauen wollen arbeiten. Sie sagen im Übrigen auch, sie sollen arbeiten. Das hat sich bei Männern geändert über die Zeit, wo Männer ja noch sagten, naja, es wäre doch schön, wenn meine Frau mir meinen Rücken frei halten würde. So, das ist durch. Was in keiner Weise durch ist, die Erwartung, eine Familie zu haben. Und das hat mich ehrlicherweise sehr erschreckt, als ich diese Ergebnisse sah. Da würde ich, wenn ich jetzt den individuellen Mann, die individuelle Frau frage, wollen sie Kinder? Dann sagen die, ja, wir wollen Kinder. Und zwar immer noch mit einem Prozentsatz bei den jungen Männern von über 80% und bei den jungen Frauen von über 90%. Wenn ich Sie jetzt aber frage, wollen denn andere Männer Kinder haben, dann gehen Sie runter und nur noch 20% sagen, andere Männer wollen Kinder haben. Das ist nicht mehr ein breiter Konsens. Wenn ich Frauen frage, wollen denn auch andere Frauen Kinder, sie wollen Kinder, ist schön, das weiß ich jetzt, wollen auch andere Frauen Kinder, dann geht die Zahl von 90 auf 55% zurück. Also auch da. Das heißt, es ist in einer gewissen Weise, man bekommt Kinder gegen den Wunsch der Gesellschaft oder gegen sozusagen die Normalitätserwartungen der Gesellschaft. Man wird in einer gewissen Weise, wenn ich es jetzt mal überziehe, bei den jungen Männern im Moment so ein Alien. Ja, also es ist eine gewisse, in der soziologischen Sprache würde ich sagen, eine gewisse Anomie, die da eintritt. Das sagt sehr viel aus über unsere Gesellschaft, die sozusagen eine Erwerbsarbeit für alle im erwerbsfähigen Alter setzt, mehr oder weniger ununterbrochen immer noch einem normalen Lebensverlaufsmodell hinten nachtrauert und von daher diese atypischen immer zählt. Und zwar so, dass atypische Beschäftigung auch Beschäftigungsformen umreißt, die ich mir richtig wünschen würde, nämlich eine substanzielle Vollzeit, wenn ich die mit 31 oder 32 Stunden definiere. Von mir aus auch 30, darüber streite ich mich nicht.
Das ist der dritte Punkt. Also der erste war Abkehr von Erwerbstätigkeit tritt nicht ein. Der zweite Punkt, das ist breit geteilt. Der dritte Punkt, Vorsicht, es gibt hier so etwas wie eine Abkehr von Familie, von Kindern. Wenn man auf die Bevölkerung insgesamt schaut und wenn ich auf die Frage gehe, wie familienfreundlich ist Deutschland, dann sehe ich innerhalb dieser ja doch bescheidenen 7 Jahre, denen ich diesen Personen gefolgt bin, deutliche Rückgänge. Die deutsche Gesellschaft wird, obgleich man viele familienpolitische Maßnahmen implementiert hat, heute als weniger familienfreundlich erachtet, bei den jungen Leuten, als noch damals, als sie 7 Jahre jünger waren. Der Punkt, den man daraus ableiten könnte, ja, die gehen alle ab, sind aber erwerbstätig, zweifeln an Familie, an Kindern und so etwas und von daher tritt eine Individualisierung ein und sind alleine, einsame Cowboys und Cowgirls, das ist überhaupt nicht richtig. Der Wert von Freunden ist so hoch wie noch nie und er ist tatsächlich, und das hätte ich nicht erwartet, gestiegen über die Zeit. Und auch die zeitlichen Investitionen, die man in Freunde vornimmt, sind gestiegen über die Zeit. Und ich kann das mal schön an einem persönlichen Beispiel machen, wo ich jetzt ein ganzes Buch über die Schulkarriere meines Sohnes geschrieben habe, kann ich das jetzt auch über die Familienkarriere meines Sohnes langsam machen, der sein Studienfach deshalb gewechselt hat, weil er sagte, ich muss irgendwie auf einen Job mich vorbereiten, wo ich um 4 aufhören kann. Und dann sage ich, wieso musst du denn um 4 aufhören? Und dann sagt er, schau mal, du wirst automatisch zu den 60. und 70. Geburtstagen eingeladen, deiner vielen Geschwister und der Geschwister, und du musst überhaupt nichts tun. Weil die Familie ist immer eine Familie. Eine Familie muss nicht warm gehalten werden, du musst mit denen ein ganzes Jahr überhaupt nicht telefonieren, wirst trotzdem eingeladen. Ich bin Einzelkind. Ich muss täglich daran arbeiten, dass ich auch noch mit 50 und 60 eingeladen werde. Jetzt kann man sagen, come on baby, bist ja nur faul. Aber ich würde diese demografische Entwicklung, die wir haben, nicht so leichtfertig auch auf diese gesellschaftliche Einbettung und das, was eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft erfordert, wegbügeln. Also ja, ich als Mutter dieses Kindes sage natürlich, jetzt kann man ja, drehen wir hier nicht über, aber als Soziologin sage ich, es ist exakt der richtige Punkt, den er macht. Klammer zu, individueller Exkurs beendet. Meine jungen Leute sind alle wie mein Sohn in einer gewissen Weise, nämlich dieser Wunsch, Freunde zu haben, mit diesen Freunden Freizeit zu verbringen, ist unglaublich groß. Und zwar bei Männern wie bei Frauen gleichermaßen. Man könnte, wenn man auf Partnerschaften geht, es spitz formulieren dahingehend, dass man sagt, die Unabhängigkeit, die ich habe durch ein eigenes Erwerbseinkommen, ist die Voraussetzung dafür, Freundschaften, Partnerschaften einzugehen. Ja, also diese zwei Dinge, die sind miteinander verwoben, aber dieses Bild ist von einer größeren Isolation, kann man eigentlich so nicht halten. Es ist nicht mehr die familiäre Integration, obgleich auch die Familie für diese jungen Leute erstaunlich wichtig ist. Also ich werde da zu Partys eingeladen, wo ich meine Eltern never ever eingeladen hätte. Also ein Gesellschaftsbild ist es mir aber wichtig. Ein Gesellschaftsbild ist mir wichtig. Und dass dieses Gesellschaftsbild, welches gewünscht wird, eben nicht kompatibel ist mit einer ununterbrochenen 39-Stunden-Woche über ein Leben. Das geht nicht zusammen. Das heißt, wir brauchen aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr Leute im Arbeitsmarkt nur, sondern wir müssen denen aufgrund der gleichen Entwicklung auch mehr Zeit geben, um die gleiche soziale Einbettung zu haben, die wir haben mit anderen Familienstrukturen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das fünfte, was ich hervorheben möchte, ist die ganze Frage von Stereotypisierungen. Da hatten wir ja bei der ersten Befragung gedacht, endlich, ja, diese Frauen, die ticken genauso wie die Männer, wenn ich Männer befragt habe und Frauen befragt habe, deren Ergebnisse verglichen habe. Als Statistikerin würde ich dann sagen, grässlich, es gibt überhaupt keine signifikanten Unterschiede. Als Sozialwissenschaftlerin denke ich, ja, diese jungen Leute, die werden da jetzt überhaupt gar keine Geschlechterkonflikte mehr haben, ticken alle gleich. Aber wenn man die Männer über die Frauen und die Frauen über die Männer ausgefragt hat, dann poppte das so richtig hoch. Das heißt, die Männer, die wollen immer noch Karriere und Sex und die Frauen, die wollen immer noch ihre Kinder und, naja, so eine kleine Erwerbstätigkeit.
Dieses hat sich ein bisschen angeglichen, aber, also es hat sich angeglichen, das ist die Frage, man sagt ein bisschen oder es hat sich stark angeglichen, das hängt dann auch von unterschiedlichen Items ab. Wo sich es am meisten angeglichen hat, ist das, was ich eben schon erwähnt habe, nämlich dass auch Männer zunehmend mehr auf Frauen hin orientiert sind, die erwerbstätig sind und die eigenes Geld haben. Bei dem ersten Kärtchenspiel vor 7 Jahren ging es noch hauptsächlich um das Aussehen der Frauen und diese Männer, die fragten gar nicht, ja, kann ich denn weitere Informationen haben? Während die Frauen immer sagten, naja, das sieht ja vielleicht ganz gut aus, aber können Sie mir noch was sonst erzählen? Was für eine Bildung hat er denn und oder was für einen Beruf? Das fragten die Männer gar nicht. Das hat sich jetzt nach 7 Jahren geändert. Die Männer, die gehen jetzt nicht nur primär aufs Aussehen, sondern wollen auch wissen, was steckt denn hinter dem Aussehen. Also das ist dieses auf Erwerbstätigkeit Orientierte. Das haben die schon gelernt. Die Männer in der ersten Reihe schmunzeln etwas. Lebenssituation über diese 7 Jahre, die unterscheidet sich heute in der Tat mehr als vor 7 Jahren bei meiner ersten Befragung. Und das hat hauptsächlich damit etwas zu tun, dass die Männer, obgleich sie vor 7 Jahren sagten, sie wollen so, die Lieblingsarbeitszeit war immer so bei 32, 33, 34 Stunden, gehen sie höher. Wenn ich dann sage, ja, also, jetzt haben sie mir doch gerade was anderes gesagt, das kann man ja mit den heutigen Befragungen gut, weil die ersten Antworten in dem Computer einprogrammiert waren, sodass ich persönlich, das ist eine persönliche Befragung über die Zeit, kann ich ja die konfrontieren damit, was sie mir vor 7 Jahren sagten. Da kommen dann Antworten, ja, das geht nicht. Also da wird dann sehr stark deutlich gemacht, welche überaus wichtige Funktion der Betrieb hat und welche überaus wichtige Position die Personen haben, die in Führungsverantwortung stehen. Ja. Wenn die sagen, fein, arbeite 33 Stunden, aber du kannst trotzdem in 10 Jahren da und da sein, dann sind die Bedingungen der Möglichkeit für Männer wie für Frauen erfüllt, das auch zu machen. Aber wenn von vornherein geflaggt wird, eine Karriere ist nur dann in Sicht, wenn du hier deine 60 Stunden abarbeitest, dann ist das aus und dann gehen diese Männer tatsächlich in so eine Richtung. Und diese Frauen, die bleiben viel stärker bei dem, was sie anfänglich gesagt haben. Das heißt, es ist nicht so, wie man gemeinhin beschreibt, dass die Männer, dass die Frauen sich verändern in ihren Anforderungen und Wünschen und dass sie, wenn sie Kinder haben, dann was anderes wollen, sondern es ist hauptsächlich das, dass die Männer mit ihren Arbeitszeiten sich verändern und zwar nicht mit den gewünschten, sondern mit den faktisch geleisteten Arbeitszeiten. Und da kommt dann diese Spirale rein, die letztendlich dazu führt, dass wir auch heute noch bei den neuen Rentenzugangskarten, ich sage diesen Satz seit mittlerweile 20 Jahren, dass wir aber immer noch bei den neuen Rentenzugangskarten den Fall haben, dass die abgeleitete Rente von Männern höher ist als die eigene Altersrente, also bei Frauen sich immer noch viel eher der Heiratsmarkt als der Arbeitsmarkt lohnt. Der sechste Punkt, der mir wichtig ist zu sagen, ist, dass die Ost-West-Unterschiede nach wie vor groß sind. Und zwar nicht mehr so groß wie noch vor 7 Jahren, was die Perspektiven betrifft, sondern so groß, was die Akteure betrifft. Die Frauen aus den neuen Bundesländern, die fordern hauptsächlich staatliche Leistungen. Die wollen ihre staatlichen und betrieblichen Leistungen wieder zurück. Die wollen ihre Betriebskindergärten zurück, die wollen ihre Kinderinfrastruktur zurück, die wollen ihre Ganztagsschulen zurück, während die Westfrauen wesentlich stärker darauf setzen, dass die Männer mehr mit anpacken. Ja, das ist was, also aus den alten Bundesländern kommt der Druck auf die Männer viel stärker als aus den neuen Bundesländern, die den Staat quasi ersetzen und den Staat als in die Pflicht nehmen wollen. Frauen und Männer beide, und auch das hat sich über die Zeit ein bisschen verändert. Ich habe überhaupt keine lamoyanten Männer da drinnen. Diese Männer sagen, diese Frauen haben es schwerer, die waren in der Schule 1000-mal besser als wir und jetzt haben wir es wesentlich einfacher. Und die Frauen klagen sich auch über den Lohn, die sind beide, sind sie unzufrieden und beide sagen sie, Frauen sagen das über sich,
dass sie hier wesentlich schlechtere Karten im Arbeitsmarkt haben im Moment. Und die Männer sagten es interessanterweise auch über die Frauen. Die Männer allerdings, die sich am meisten darüber aufregen, dass Frauen zu wenige Karrierechancen haben, sind gleichermaßen jene Männer, die sagen, da kann man nichts dran ändern. Was ich interessant finde. Insbesondere, wenn man dann davon ausgeht, dass diese Männer zukünftige Chefs werden, ist das nicht gerade ein gutes Zeichen. Ich komme dann auf einen Punkt, der mir als hauptsächlich mit Bildung beschäftigte Person sehr am Herzen liegt, dass in diesen ersten Befragungen wir, was Einstellungen und so etwas betrifft, keine großen Unterschiede gesehen haben nach Bildung. Und mittlerweile jene mit keiner Bildung oder mit einer schwachen Bildung vollkommen abgehängt sind. Und das ist etwas, das greife ich nochmal zusammenfassend auf, was uns zunehmend zu beschäftigen hat. Und zwar in einer dreifachen Exklusion. Diese Personen kommen zunehmend weniger in den Arbeitsmarkt rein. Zweitens werden sie zunehmend stärker in Niedrigarbeitsbereiche reingebracht. Und drittens, wenn sie dann in diesen Arbeitsbereichen überhaupt sind, klafft die Lohnschere zwischen ihnen und jenen mit einem mittleren Bildungsniveau oder insbesondere natürlich einem hohen immer weiter auseinander. Und dass es anders geht, das zeigen Studien, also da können Sie gerade diese OECD-Berichte anschauen, wo Sie diese Spreizung nach Bildung in keiner Weise sehen. Und in Deutschland Jahr für Jahr, wo diese Statistiken rauskommen, wird diese Spreizung größer. Und das ist nochmal ein Appell, dass wir wirklich alles daran setzen müssen, diese Bildungsarmut massiv anzugehen. Das Letzte ist, die Ungleichheit ist deutlich in deren Wahrnehmung gewachsen, innerhalb von nur 7 Jahren erschreckend gewachsen. Ich habe das immer mit so kleinen Bildchen, ist die Gesellschaft eine Pyramide, ist die Gesellschaft ein Quader. Die haben angefangen mit 40% Pyramide, mittlerweile sind sie bei 80% Pyramide. Also das ist ganz deutlich, das hat natürlich viel mit der zwischenzeitlichen Diskussion über Managergehälter und so weiter und so fort zu tun. Was sind die Ansätze? Das erste ist, wir brauchen eine wesentlich klarere Familienpolitik. Diese Frauen, die fühlen sich hier jetzt in keiner Weise, wenn man sie auf die tatsächlichen Maßnahmen anspricht, fühlen sich nicht auf den Gleis gesetzt. Die sagen uns, das geht alles vollkommen durcheinander und wir brauchen hier eine Einheitlichkeit. Und das muss natürlich produktiv verzahnt werden mit einer Bildungs- und mit einer Arbeitsmarkt- und mit einer Sozialpolitik. Und da sind wir weit hinten dran. Wir brauchen eine bessere Bildungspolitik, das habe ich eben schon gesagt. Die ganze Diskussion um eine 30- oder 32- oder 33-Stunden-Woche geht vollkommen an jenen vorbei, die erstmal überhaupt gar keinen Arbeitsplatz bekommen. Das müssen wir schon uns immer wieder deutlich vor Augen führen, dass wir hier eine Mittelschicht bzw. eine Diskussion führen für jene, die eine überhaupt entsprechende Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das Dritte ist, wir brauchen eine andere Arbeitszeitpolitik. Wir brauchen eine Arbeitszeitpolitik, die diese Flexibilität hat, indem sie innerhalb des Lebensverlaufs verschiebt. Wir haben ja nach wie vor eine sehr stark runtergehende Arbeitszeit nach dem Alter von 59. Und wenn man mit diesen Leuten spricht, sagen die, ach, jetzt würden wir ja gerne noch ein bisschen arbeiten, aber stattdessen hätten wir gerne im Alter von 20, 30, 40 weniger gearbeitet. Das heißt, wir müssen, wenn ich über eine Arbeitszeitverkürzung spreche, dann meine ich eigentlich überhaupt gar keine Arbeitszeitverkürzung über den gesamten Lebensverlauf, sondern ich meine eine Verschiebung von keiner Arbeit ab dem Alter oder von 50% der erwerbsfähigen Bevölkerung nach dem Alter von 59 von vorne nach hinten. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also wenn ich über eine 32-Stunden-Woche rede, dann meine ich das über den gesamten Lebensverlauf. Und wir brauchen solche lebensverlaufsadäquaten Modelle, insbesondere angesichts dessen, dass wir eine längere Zeit bei guter Gesundheit achten können. Dazu brauchen wir natürlich eine Bildungspolitik, die tatsächlich einen Namen einer guten Weiterbildung verdient hat. Und von daher bin ich sehr stark auch für so eine Bildungszeit. Und wir brauchen eine Umverteilung zwischen den Geschlechtern. Also wir brauchen sie sozusagen
zwischen Männern und Frauen und wir brauchen sie oft auf den Lebenszyklus bedingt. Und ich möchte schließen mit meines Erachtens für diese Arbeitszeit einer ganz wesentlichen Dimension, die wir im Moment nicht stark genug reinholen, nämlich was eigentlich Betriebe zu tun haben, um überhaupt die Bedingungen der Möglichkeit zu legen. Und da sind es Dinge, dass sie mehr auf Teamarbeit zu setzen haben, weil dann so rollierende Arbeitszeiten viel besser einzufangen sind, dass sie selbstverständlich anzufangen haben, Führung auch in Teamarbeit zu ermöglichen, was andere Länder erfolgreich tun, wo wir viele Modellversuche hatten, die durchaus erfolgreich waren, dass man ganz offen nicht nur die Arbeit zunehmend mehr nach Hause bringt, sondern auch das Zuhause in die Arbeit bringen kann, was immer noch tabuisiert ist. Und auch da ist das natürlich ein Appell an die Gewerkschaften diesbezüglich, was zu tun. Das würde nämlich heißen, dass ich in Einstellungsgesprächen auch familiäre Probleme ganz bewusst thematisiere, was ich im Moment ja gar nicht darf, weil ja diese persönliche Position, die soll ja eigentlich keine Rolle spielen. Ich finde, dass man so eine Agenda, die ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nur umreißen kann, tatsächlich umsetzen kann. Das sind keine sozusagen Revolutionen, die da anstehen, ja, sondern es sind Dinge, die man Punkt für Punkt angehen kann, wo man die entsprechenden Modelle implementieren kann. Und von daher schließe ich genauso, wie Sie geschlossen haben. Ich hoffe, dass wir da nicht nachlassen, weil hinbekommen tun wir das, wenn wir nur wollen. Vielen Dank. Thank you.